Ja, servus und hallo. Ja, da kommt das nächste Video und wie ihr seht, heute geht es mal um ein ganz besonderes Fahrzeug. Ja, erstmal ist es ein ST. Es ist das neue Modell, der 300er. Und was ist noch besonders an diesem Auto? Er hat Allrad. Genau, das ist das Auto, was ich schon angekündigt habe. Wir haben heute hier den Seat Leon 300 ST Allrad und wollen ein bisschen was darüber erzählen. Was kostet dieses Fahrzeug? Was fahren wir mit diesem Auto für Zeiten? Vor allem das Geile bei diesem Auto ist, wir können mal Zeiten fahren. 0 auf 100, um mal zu sehen, stimmt denn der angegebene Wert vom Haus aus oder sind wir schneller, sind wir langsamer? Und natürlich machen wir auch eine Messung 100 auf 200. So, neben mir steht der Besitzer David. Hi, bin David. Und was ich mir natürlich erstmal fragen wollen würde, warum der Allrad beim Seat Leon Cupra? Ja, also ich habe halt den S3 Probe gefahren. Der hat halt Allrad gehabt. Da war ich sehr überzeugt von. Und dann war ich halt bei Seat, wollte ursprünglich einen Fünftürer haben. Da gab es leider kein Allrad für und da meinte der Verkäufer, der ST wäre optional mit Allrad. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den Kombi mit Allrad. Das war eigentlich größtenteils der Grund. Bin auch sehr zufrieden mit dem Auto. Ja, fährt sich super. Beschleunigung sowieso bei Regen. Sehr gute Haftung. Ja, bin bis jetzt sehr zufrieden. Hab's ja erst 3 Wochen, das Auto. Und ja. Okay, also kann man sagen, Kombi war jetzt eigentlich gar nicht so der Hintergedanke. Du bist zum Seat Autohaus gegangen, hast gesagt, okay, eigentlich ein ganz normaler Fünftürer wäre mir lieber. Aber als das Angebot kam, es gibt ein Allrad als Kombi, hast du dir gesagt, das klingt interessant. Gerade bei der Leistung, viele sagen ja, 300 PS nur Vorderachse. Ich denke mal, den gleichen Gedanken wirst du auch gehabt haben. 300 PS auf der Vorderachse, wer fährt sowas? Ich gehe doch auf Nummer sicher und sage mir, okay, ich nehme Allrad. Ich denke mal, das war der Hintergrund dann, oder? Ja, genau, das war es halt. Die 300 PS Allrad Front bin ich ja schon Probe gefahren und da hat es halt im zweiten Gang immer die ESP-Lampe an und nur geruppt an der Vorderachse. Ja, dachte ich mir, okay, das bringt in der Stadt nicht viel und deswegen war halt die Überlegung, den Allrad zu nehmen und war auch die gute Entscheidung, sag ich mal, den Allrad zu kaufen. Okay, also du hast jetzt dieses Fahrzeug 3 Wochen. Kann man mal fragen, was hast du in den 3 Wochen jetzt schon runter mit dem Fahrzeug? Ja, jetzt bin ich bei 1720 etwa. Also kann man sagen, ist eingefahren. Wir können wirklich mit diesem Fahrzeug Zeitenmessung fahren. Ich sage immer so, bis 1.500 geht es gemächlich an mit dem Auto. Aber danach, wenn er warm ist, können wir schon mal ein bisschen die Sporen geben. Und das machen wir nachher auch. Also Zeiten kommen definitiv. Ja, leider gibt es ja bei dem 300er Allrad oder beim 300er ST leider keine Seitenschweller, soweit ich weiß. Hier haben wir welche. Wie kommt's? Ja, die gab es optional bei Seat direkt dazu. Habe ich dazu genommen. Kostenpunkt 950 Euro, falls es jemand interessieren sollte, inklusive Lackieren und Anbau. Sehen halt sehr gut aus, sind glaube ich die vom Aerodynamik-Kit. Ja, passen halt sehr optisch gut zum Auto, sag ich mal. Ja, ansonsten würde ich ganz gerne mal wissen, natürlich, wenn du sagen möchtest, was würde dieses Fahrzeug Listenpreis kosten und hast du einen Rabatt bekommen bei Seat? Ich habe ja so mitbekommen, auch der 300er von Sevi hat ebenfalls einen sehr, sehr guten Rabatt gehabt von 22%. Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt an Seat Leon, Cupra, FR etc., fragt euer Händler nach Rabatten. Sie werben immer mehr mit Rabatten, also einfach mal nachfragen. Ich denke mal, du hast bestimmt auch einen Rabatt bekommen. Was war hier Listenpreis? Was war dein Rabattpreis? Also der offizielle Listenpreis bei dem Auto waren 47.000 knapp und Rabatt gab es genau 22,02%. Waren dann knapp, am Ende waren es dann 36.900 und ein paar zerquetschte. Ja, wie gesagt, Vollausstattung hat er, außer Panoramadach und die Schalensitze. Sonst hat er alles. Ja, also wie gesagt, 47.000 Euro ist schon eine sehr, sehr hohe Hausnummer. Gerade für einen Seat Leon hätte man, glaube ich, damals nicht bezahlt. Mittlerweile ist man bereit, das zu bezahlen, wenn man wirklich sehr, sehr viel Auto bekommt. Aber ich denke auch, die 47.000 Euro sind auch dem Allrad geschuldet. Was kostet der ungefähr bei Seat? Der Allrad kostet bei Seat knapp 2.800 Euro Aufpreis. Okay, ja, da kommt man halt schon auf so eine hohe Summe. Und dann, wie gesagt, Vollausstattung, klar, was er jetzt nicht hat, Panoramaschiebedach und die Schalensitze. Aber ansonsten hat er alles. Es ist aber auch kein Performance-Paket, oder? Nee, also Performance-Paket wollte ich nicht nehmen, weil da wäre die Brembo-Anlage bei gewesen. Die wollte ich halt nicht, weil ich gehört habe, die verschleißt halt schneller als die Originale. Und mehr wäre auch nicht, glaube ich, bei gewesen. Performance. Ja, doch, die Michelin Cup Sport, Cup 2 Reifen wären dabei gewesen, aber Semislicks wollte ich halt nicht, weil ich fahre viel Autobahn, auch bei Nässe. Deswegen hat sich das nicht gelohnt, sag ich mal, bei mir. Okay, also hast du gesagt, ich verzichte eher aufs Performance-Paket, hol mir dafür ein Allrad und hab ein ST mit voller Ausstattung. War dir, denke ich mal, dann in dem Fall viel mehr wert als das Performance-Paket. Ja, genau, kann man so sagen, ja. Also, und die 3.500 Euro waren es jetzt auch nicht wert, glaube ich. Okay, wie gesagt, ich habe auch kein Performance-Paket und dennoch fährt meiner auch gar nicht mal so schlecht. Ansonsten, was natürlich auch interessant wäre, was kostet dieses Auto eigentlich im Unterhalt? Was sind hier Steuern? Ist er in Steuern teurer? Ist er in der Versicherung teurer als der normale ohne Allrad?
kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also der kostet jetzt mit meinen Konditionen, ich habe SF6 und ich bezahle jährlich Vollkasko 1036 Euro. Der normale Fünftürer und Dreitürer kosten mit meinen Prozenten genau dasselbe, 1042. Okay, das heißt, er ist ja teurer. Obwohl du hast quasi Allrad und das Auto ist günstiger als der ohne Allrad. Ja. Aber ich denke, in Steuern unterscheiden sich auch noch ein bisschen, weil wir nach CO2-Ausstoß messen. Wie sieht es da aus? Also der kostet jetzt Steuern im Jahr 178 Euro und der normale, soweit ich weiß, kostet 162 Euro. Okay, gut. Da sind wir dann quasi ein bisschen teurer aufgrund des höheren CO2-Ausstoß. So, jetzt befinden wir uns im Innenraum des neuen 300er ST Allrad. Ja, er sieht natürlich typisch noch aus wie die anderen Modelle, wieder 280er, wieder 290er und auch wieder 300er, den ihr bereits aus dem anderen Video schon kennt. Ansonsten hat sich ja nichts großartig verändert. Was bei dem 300er jetzt neu ist, ist wie gesagt, wir haben ein größeres Display, das ist jetzt 8 Zoll. Zudem haben wir jetzt hier induktives Laden, also wenn euer Handy induktives Laden kann, hier reinlegen, funktioniert einwandfrei, ohne Kabel, ohne irgendwas. Und ansonsten haben wir hier den Schriftzug 4Drive. Damit man Bescheid weiß, was hier los ist, genau hier haben wir nämlich Allrad. Ansonsten haben wir hier den schönen pulsierenden Startknopf, der finde ich ein sehr, sehr gutes Gimmick ist. Ansonsten, wie gesagt, alles sehr VWG-typisch, alles an den gewohnten Stellen, wo man es gewohnt ist. Ansonsten, Bedieneinheit ist ein bisschen anders geworden zu den Vorgängermodellen. Jetzt auch hier ein bisschen mit Klavierlack. Aber im Groben und Ganzen ist es immer noch das Auto, was man eigentlich kennt, nur mit kleinsten Veränderungen. Ich würde sagen, jetzt haben wir genug gesehen. Wir fahren jetzt mal eine Runde und messen mal 0 auf 100. Sehr, sehr interessant. Und dann messen wir mal 100 auf 200 im Serienzustand. Also viel Spaß. So, jetzt haben wir die Messung durch. Das Schöne bei dem Allrad ist, wir konnten ja wirklich mal 0 auf 100 messen. Ja, die Zeit ist natürlich 5,5, wird jetzt der eine oder andere sagen, Moment mal, das ist aber doch arg langsam. Der Frontantrieb 280er ist angenehme 5,6. Ja, also das ist dem geschuldet, dass das Fahrzeug wirklich noch nicht richtig eingefahren ist. 5,5 Sekunden waren es heute. Wir können die Messung jederzeit wiederholen mit einem anderen Fahrzeug, aber bei diesem Fahrzeug waren es heute 5,5. Ansonsten 100 auf 200 mit diesem Fahrzeug 14 Sekunden. Wenn ihr jetzt euch zurückerinnert an den 300er Cupra, den weißen, da sind wir gefahren mit 12,8, 13,0 konstant. Also kann man sagen, der Allrad braucht von 100 auf 200 ungefähr eine Sekunde länger als der ohne Allrad. Ansonsten, wie gesagt, das ist das Modell, was ich erzählt habe, wo es noch weitere spannende Themen drüber geben wird. Was genau, verrate ich euch nicht. Das werdet ihr alles nach und nach verfolgen können. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum 300er Allrad, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mich an, kontaktiert mich, dann gehe ich auf die Fragen gerne ein. Wir können auch gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, noch irgendwelche Videos darüber drehen. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.